So, servus Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Angeln Allround. Servus. Wir sind heute in einem kleinen Vereinsgewässer von mir und wir probieren heute mal gezielt auf Hecht mit Gummifisch und Köderfisch. Ja, jetzt bauen wir mal unsere Sache auf und melden wir uns, sobald wir unsere Sache aufgebaut haben. Ja, Wetter sieht richtig gut aus, ist zwar arschkalt draußen, aber das ist eigentlich optimal für Hecht. Wir sind jetzt Mitte November ungefähr, das Wasser ist auch ziemlich kalt jetzt. Und es müsste eigentlich richtig gut sein auf Raubfisch allgemein. Guck mal, was geht. So, mit dem probiere ich es heute. 10er Kopyto in gelb-schwarz-rot. Da probiere ich heute mal mein Glück. So, jetzt sind wir hier am Mönch von dem See hier und am Mönch ist eigentlich immer am tiefsten von solchen Weiher oder See und da steht jetzt bei Kälte oft auch die Fische. Da haben wir versucht das mal, Tobi hat hier auch schon Hechte gefangen. Ja, es sollte einfach konzentriert fischen und verschiedene Plätze befischen und wenn es mal nicht geht, einfach öfters probieren. Kann auch sein, dass ein Hecht vielleicht keinen Bock hat zum Beißen, aber irgendwann knallt er drauf. Oder vielleicht auch bloß mal Gummifisch wechseln, andere Farben auf. Farbe wechseln, Größe wechseln, irgendwas halt probieren. Oder Wobbler oder Spinner. Was ich merke, ist da einer gerade in einem Weiher mit Gummifisch zum Fischen, weil es da noch einige Stellen unterspült. Zeig mal den Lauf vielleicht schon. Und hier sieht man es, wie er läuft. Ich wolf gar nicht unter die. Und so, da stehen am meisten so. Der Julian hat noch einen Hecht auf Gummifisch gefangen. Und ich habe gerade einen verloren, das könnte eventuell sogar der sein, genau an meiner Stelle. Schöner. Zeig mal. Sauber. Schöner Petri. Fisch. Freut mich. Gerade vielleicht eine halbe Stunde gewesen. Hat der hier auf dem Gummifisch gebissen. Und der darf natürlich wieder rein. Der ist so klein. So, der Tobi hat jetzt auch einen Biss gekriegt. Unglaublich. Keine 5 Minuten später. Selber. Ich glaube echt, ich bin ein falscher Film. Und ist ein besserer. Ja. Der könnte jetzt locker. Hey, ja, der könnte ohne Scheiß 80, 70. 80. So, ich lege jetzt Kamera kurz weg, dass ihr landen könnt. Geil, jetzt fischt da vorne. So. Die holen dich schon draußen, oder? Ja. So, Fisch ist gelandet. Petri und der Tobi hat hier auch genau an der gleichen Stelle bisschen wie meiner. 5 Minuten später. So. Das ist er. Richtig schöner Fisch. Petri, heil. Dankeschön. Und der ist vom auch. Julian hat gerade genau 60 gehabt. Und den messen wir jetzt auch noch geschwind. Bloß der darf größer. Bestimmt an die 65, 70 gehen. So, 72 cm. Weil bei uns im Verein sind Hechte über 70 sind auch geschont. Und tschüss. Und tschüss, bis du mal einen Meter Hecht wirst. Hier sieht man jetzt die Rohre. Genau der gleiche Platz wie vorher. Und auch tief ist der Hanne auch nicht. Also der Hanne ist maximal ein Meter. Ja, das sind 2 Hechte in 10 Minuten. Da freuen wir uns. So, jetzt zeigt man noch geschwind die Führung vom Köder. Also hier, ich habe jetzt einen 11er Gummi, Computer ist das glaube ich, ja. Der ist ein 7,5er, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nein, nein, der ist größer. Ja. 10er. Ja, und das ist eigentlich eine gute Größe jetzt für den Herbst-Winter. Ja,
wirft man den Köder aus. Jetzt probieren wir unser Glück. Das heißt ja immer, alle gute Dinge sind drei. So, und jetzt an gespannter Schnur runter sinken lassen. Und sobald die Schnur erschlafft, nächstes Mal kürbeln. Immer so zwei, drei Mal kürbeln. Die Schnur wieder schlaff ist. Wieder kürbeln. Bis die Schnur wieder in sich zusammensackt. Und dann ist der Köder auf dem Grund, dann kann man wieder dreimal kürbeln. Das Ganze nennt sich Faulenzer-Methode. Und das ist dann immer eigentlich recht gut auf Zander und auf Hecht. Man kann auch zwischendurch einfach mal einholen oder mal schicken. Also ist einfach Abwechslung. So, das ist der gute Hecht. Boah. Richtig massives Teil. Richtig fett. Und ich glaube, das ist dann, wo ich diese auch schon gefangen habe. Das könnte der 83er sein. Sehr schön. Richtig geiler Fisch. Hammermäßig. Auch wieder auf dem Gummifisch. Ich habe es direkt auf die andere Seite geschmissen, also bestimmt 50 Meter. Und hat der hier sich eingehängt. Richtig geiler Fisch. Machen wir noch ein paar Fotos, messen wir und dann melden wir uns noch mal. Also 83 cm hat er jetzt gehabt, 4,7 Kilo. Ja, und dass solche Fische mal zum Meterfisch waren, den wir natürlich zurücksetzen. Selbstverständlich. Catch and release is not a crime. Das ist doof. Da steht er mit seinem Buckel. Schüssle. Schon zum zweiten Mal jetzt dieses Jahr gefangen worden. So, jetzt hat der Tobi auch nochmal zur Rute gegriffen. Also mein Hecht hat genau der Hand am anderen Ufer bissen. Und ja, richtig guter Einschlaggeber, aber war extrem knapp gehakt. Hat sich im Kescher auch losgelöst. Bin leider der Drill nicht auf Kamera, weil die Kamera abgeschaltet hat. Aber das ist ja egal. War ein richtig schöner Fisch. Jetzt gucken wir, vielleicht geht beim Tobi noch was. Der versucht es mit dem Chicken. Einfach immer einkribbeln und mit der Rute ein bisschen schlagen. Ja, so kann man noch sagen. Wir haben vor einem knappen Monat oder so haben wir noch ein zweites Video-Kit. Das ist aber leider verloren gegangen, wo wir es auf dem Computer machen wollten. Da hat es Probleme gegeben mit der CD. Aber jetzt haben wir ja hier ein neues und ja, guck mal, was noch kommt. So, wir machen jetzt Schluss für heute. War ein richtig geiler Angeltag mit drei Hechte und einem Zander. Ja, wir waren jetzt kurz 4 Stunden hier oder so. Hat super geklappt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also die Hechte war von 60 bis 83. Der Zander war untermäßig. Aber war nicht schlecht. Und das nächste Video, was wir jetzt fahren, ist dann auf Karpfen gezielt. Jetzt im Winter. In der Kälte, ja. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.